Hallo liebe Freunde des Handpuppenspiels, ich freue mich, dass ihr hier reingeklickt habt. Heute soll es bei mir um die Unterschiede der einzelnen Handpuppentypen gehen. Ich möchte einleitend erstmal auf die menschlichen Handpuppen eingehen. Hier gibt es beispielsweise Größen von 35 bis sogar 85 cm oder noch größer. Die Bespielbarkeit spielt dabei eine große Rolle. Nämlich, wenn ihr kleine Hände habt, dann solltet ihr eine 35er oder eine 45er versuchen. Mit der 65er würde ich es auf jeden Fall auch mal ausprobieren, weil es einfach vom Optischen nochmal was ganz anderes ist und auch vom Spielgefühl noch was anderes. Aber Frauenhände sind ja bekanntermaßen sehr zierlich und da müsste man dann einfach mal eine 65er ausprobieren. Also ich würde euch wirklich raten, probiert die 65er aus, wenn ihr damit spielen könnt, dann macht es auf jeden Fall. Ja, die 35er sind für Männerhände da etwas größer und nicht so zierlich wie Frauenhände, sind die dann denkbar ungeeignet. Wer es trotzdem ausprobieren möchte, möchte ich die Empfehlung einfach mal aussprechen. Ich selber komme mit meinen großen Händen nicht klar. Bei mir ist wirklich das höchste der Gefühle eine 45er, beziehungsweise ich komme mit meinen Händen in das Klappmaul sehr gut rein und es lässt sich für mich sehr gut bespielen. Allerdings bei den bespielbaren Händen der Living Puppets oder der Kungfats habe ich das Problem dann, dass ich so gerade, wirklich gerade eben in die Hand reinschlupfen kann. Ja, bei den Tierpuppen gibt es eine ganze große breite Palette, die man sich anschauen kann. Es ist immer wieder faszinierend, was es wirklich auch teilweise an sehr naturgetreuen Nachbildungen gibt von Tieren. Die Firma Folk Manis, um nur eine zu nennen, ist zum Beispiel da sehr weit vorne mit einer sehr breiten Angebotspalette. Da ist bei den Tieren es so, dass teilweise die Klappmäuler bespielbar sind, aber manchmal ist es aufgrund der Größe der Tiere auch nicht machbar. Des Weiteren sind zum Beispiel Flügel bespielbar oder Augen oder andere Elemente der Handpuppe. Ja, warum kauft man eine Puppe? Man muss nicht unbedingt Puppensammler sein, beziehungsweise Handpuppensammler. Wenn man in einem sozialen Beruf arbeitet, so wie ich, dann ist es ganz oft so, also geht es mir jedenfalls, ich sehe eine Puppe und wenn ich die toll finde, kaufe ich die sofort. Hab dann auch ganz oft so ein charakterliches Bild vor Augen. So ging es mir beispielsweise mit der Monsterhandpuppe, die ich mir mal gekauft hatte. Da war es so, ich wusste sofort, dieses Monster lispelt. Es hat eine weibliche Stimme und es hat Angst vor Kindern. Und das sind schon mal so Sachen, die zeigen euch bei der Kauf, helfen euch bei der Kaufentscheidung, welche Puppe es denn sein soll. Also wenn ihr ein Gefühl habt, manchmal, boah, die Puppe ist es, dann ist es das. Weil mit diesen Puppen könnt ihr auch nachher am besten spielen. Ja, neben diesen ganzen Sachen wie der Größe der Handpuppen oder der Bespielbarkeit der Puppen gibt es natürlich noch andere Aspekte für den Kaufgrund einer Puppe. Das kann zum Beispiel der Schnitt des Gesichtes sein oder die Materialien, die verwendet wurden. Es ist bei den etwas günstigeren Handpuppen so, dass die Schnitte teilweise so ausfallen, dass die Puppen doch sehr einfach und schlicht wirken, um das jetzt nicht wirklich herabzuspielen. Es gibt auch wirklich tolle, einfache Handpuppen, die für den Bereich unter 3 zum Beispiel sehr gut geeignet sind. Dann ist es auch so, dass ich bin schon darauf eingegangen, dass das Innenleben auch manchmal eine wichtige Rolle spielen kann für das Spielgefühl. Aber es ist auch okay, wenn man jetzt eine etwas günstigere Puppe hat, die zum Beispiel kein Innenfutter hat. Ich spiele trotzdem mit den Puppen. Für mich tut das dem Ganzen keinen Abriss. Macht euch selber da einfach, bildet euch selber eine Meinung darüber und ja, vielleicht kommen wir darüber mal ins Gespräch hier auch bei YouTube. Es ist auch so, dass bestimmte Puppen Charaktereigenschaften transportieren. Zum Beispiel der Wolf transportiert Bosheit bzw. Aggression, die Schnecke, die steht für Langsamkeit oder der Rabe oder die Eule, die stehen zum Beispiel für Weisheit bzw. für großes Wissen. Das ist auch noch so ein Grund, der euch helfen kann bei der Auswahl einer passenden Handpuppe. Ja, das war es eigentlich soweit von meinen kleinen Kauftipps bzw. Kaufkriterien, die euch helfen können bei der Auswahl einer Handpuppe für euch bzw. für euren Beruf.
Und ich hoffe, es hilft euch ein wenig weiter. Und ich würde mich freuen, wenn ihr noch Fragen habt, dass ihr die dann unten hier in den Kommentaren hinterlasst. Ja, und das war es soweit. Ich würde mich freuen, wenn ihr wieder reinklickt. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute. Tschüss.